Heute ist es endlich soweit und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf dem Kanal Beautiful People. Und was ist heute soweit? Heute wird sich jemand freuen, so hoffe ich doch zumindest, ein Näher oder eine Glückliche gewinnt heute 6 Monate GeForce Now Priority. Und warum? Weil jemand von euch da draußen, namentlich GinoOne, ein echt gutes Community-Mitglied ist, ein super toller Abonnent und Follower. Und er gönnt euch da draußen was. So sieht es aus. Und natürlich, ich hatte als Bedingung gestellt, ihr müsst Abonnent sein, ihr müsst einen Like da lassen und ihr müsst kommentieren unter meinem damaligen Video, welches Spiel ihr denn am liebsten momentan auf GeForce Now hättet. Das habt ihr getan und deswegen schauen wir uns doch mal an, was waren das so für Nennungen und natürlich machen wir auch die Verlosung. Keine Sorge. Kommt alles gleich nach dem Intro. Ich freue mich! Also erst einmal vielen herzlichen Dank für eure fleißigen Kommentare unter dem Giveaway-Video. Da waren allerhand Kommentare dabei. Natürlich auch die allermeisten haben ein Spiel mir genannt, welches sie gern auf GeForce Now hätten. Es haben auch ein paar Leute was begründet und ja, es gab auch ein paar Nennungen, da waren 2 Spiele genannt. Ich habe immer nur das erste genannt für die Statistik und jeder, der abgestimmt hat, ist auch dann im Lostopf mit reingewandert, außer in Lead. Er wollte das nicht. Er hat schon Ultimate Tier bei GeForce Now. Ich übrigens auch. Kann ich nur empfehlen. Sieht einfach nochmal viel, viel geiler aus. Absolut. So, und was wir jetzt machen, lasst uns mal anschauen, was sagt die Statistik? Welche Spiele wünscht ihr euch am meisten? Und das ist sehr, sehr interessant. Und natürlich werde ich das auch teilen via Social Media, weil ganz ehrlich, das ist ja es ist nicht repräsentativ, aber immerhin 40 Nennungen gibt es hier und es gibt einen klaren Gewinner. Und deswegen, also mich hat es beeindruckt. Ich hätte es nicht gedacht, aber wir leben halt auch momentan im Februar 2023, deswegen war der Gewinner vielleicht ein bisschen vorhersehbar. Aber genug Gequatsche, schauen wir uns doch einfach mal jetzt an, was ihr so genannt habt. Dafür habe ich mich jetzt auch mal rausgenommen hier aus dem Video, damit ihr einfach genau das seht, was ihr sehen sollt. Wir beginnen mal. Ich drücke dann immer wieder Pause hier, damit ihr auch wirklich das mal kurz sehen könnt und wir das besprechen können. Okay, es gibt ganze Menge. Yes, machen wir hier erstmal Pause. Es gibt Spiele, und zwar nicht wenige, die wurden jeweils nur einmal genannt. Borderlands, Dead Space Remaster, Diablo 4, Dragon Ball Xenoverse 2, Forza Horizon 5, God of War Ragnarok war bei GeForce Now. Und wenn ihr das hättet gekauft, könntet ihr es auch immer noch spielen. Des Weiteren noch Max Payne 3, Metal Gear Solid 5 und Minecraft sowie The Callisto Protocol. Minecraft wird ja wohl bald kommen durch den Deal von GeForce Now mit Xbox, aber, das waren alles nur die Spiele, die einmal genannt wurden. Schauen wir doch also mal, was es sonst noch gibt. So, 2 Spiele haben 2 Nennungen bekommen und das sind FIFA und Grid Legends. Wobei bei FIFA einer gesagt hat, EA Sports FC, aber das ist ja mehr oder weniger ab diesem Jahr genau dasselbe. Jetzt wird es spannend, wir haben noch 5 Spiele in der Rallye. Und eins davon gewinnt haushoch. Schauen wir doch erstmal, welche Spiele als nächstes hier rausfallen. 2 Spiele haben jeweils 3 Nennungen bekommen und das sind Red Dead Redemption 2 sowie Uncharted. Beides geniale Spiele, die eigentlich auf jeder guten Plattform dabei sein müssen. Absolut, gebe ich total recht. Und jetzt haben wir einen Dreier gespannt ganz vorne und da schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Jawohl, eins davon hat 4 Nennungen bekommen und das ist Elden Ring. Elden Ring wollen 4 User oder Userinnen von euch da draußen unbedingt bei GeForce Now sehen. Und jetzt ist es ja gespannt, wie sieht es um den Sieg aus? Boah, Platz 2 hat nur 5 Nennungen. Ja, und wo geht denn Platz 1 bitte hin? Das hört ja gar nicht auf. Das wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Mann, wie viel sind denn das? Ich kann doch nicht ewig labern hier. Jetzt hat es meiner Meinung nach aufgehört. Genau, und auch Platz 2 mit 5 Nennungen von euch ist GTA 5.
Das wollt ihr trotz des Alters immer noch auf GeForce Now haben. Und jetzt seid ihr sicherlich total gespannt. Welches Spiel hat es geschafft? Welches Spiel wollt ihr unbedingt haben auf Platz 1? Das ist Hogwarts Legacy. Und das natürlich zu Recht. Ja, man war extrem skeptisch bezüglich des Spiels. Wird es gut? Hat es Bugs? Was ist mit Raytracing? Warum gibt es keine Testversion? Was ist mit der ganzen Sache rund um die Autoren? Alles kritische Sachen, aber letztendlich ist es ein extrem toller Erfolg, das Spiel. Es tut ja nichts zur Sache, wo man das spielen kann gerade. Wir reden hier über GeForce Now, aber dort, wo es verfügbar ist, wird es gezockt. Und ist ein absoluter Kassenschlager. Und meiner Meinung nach muss GeForce Now sich echt bemühen, dieses Spiel noch irgendwie auf die Plattform zu bekommen, weil es so toll ist, weil es so viel Spaß macht und wer will es nicht in 4K spielen, also in bombenmäßiger Grafik. Also tut was dafür, GeForce Now. Tut was dafür. So, und jetzt, meine Freunde, wollen wir natürlich endlich den Glücklichen oder die Glückliche ziehen, die es geschafft hat, endlich diesen Preis abzustauben. Was heißt hier Preis? 6 Monate GeForce Now Priority im Wert von 50 Euro. Das ist schon eine Menge Holz. Und es waren ja jetzt 40 Leute, die kommentiert haben bezüglich eines Spiels. Den Lead haben wir auf eigenen Wunsch rausgeschmissen. Das heißt, noch 39 stehen zur Auswahl. Und dann gehen wir nochmal jetzt direkt zu dem Wheel of Names. Ja, und wie ihr seht, habe ich das Wheel of Names schon fleißig gefüllt mit allen 39 Namen von euch Kommentatoren da draußen. Und click to spin or press Control and Enter. Wollen wir loslegen? Wollen wir loslegen? Habt ihr Bock? Los geht's. Wer ist der oder die Glückliche? Ich drücke euch die Daumen! Dreht sich? Dreht sich? Hört auf? Hört langsamer? Und es ist Thomas Silver! Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Du hast gewonnen. Du bekommst 6 Monate GeForce Now Priority. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit. Ja, Thomas, wir machen das jetzt wie folgt. Damit ich verifizieren kann, dass du tatsächlich diesen Kommentar geschrieben hast, gehst du einmal noch unter das YouTube-Video des Giveaways, editierst deinen Beitrag und machst davon einen Screenshot, dass ich tatsächlich sehe, wie du das auch editierst. Hinterlass dann einfach diese Nachricht da, was du dort editiert hast. Und den Screenshot schickst du mir bitte. Den kannst du mir schicken via Twitter, @beautifulpeople. Den kannst du mir schicken via Instagram, @beautifulpeople_. Den kannst du mir schicken via Mastodon, @beautifulpeople@mastodon.tech, glaube ich. Ja, glaube ich. Oder den schickst du mir via E-Mail, beautifulpeople@gmail.com. Kannst du machen, wie du willst. Auf jeden Fall brauche ich diese Bestätigung und auf diesem selben Kanal, wie du mich kontaktierst, bekommst du dann deinen Code für 6 Monate. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Gino One. Ganz große Aktion. So macht das Spaß, mit euch in der Community zusammenzuarbeiten. Und wir geben ja immer was zurück. Also, mich hat es gefreut, einen von euch glücklich zu machen. Ich hoffe, wir holen das bald nochmal neu, weil ich habe da noch 2 Codes für einen Monat rumliegen. Also, wenn ihr Bedarf habt, ja, dann schreibt doch gleich mal einen Kommentar. Vielleicht habe ich eine gute Phase und gebe euch den direkt raus. Okay? Gut. Dann lieben Dank fürs Zuschauen und jetzt viel Spaß beim Zocken weiterhin bei GeForce Now. Und wer weiß, vielleicht kommen die Spiele ja endlich bald mal rum. Wir sehen uns bald wieder. Ahoi und ciao. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time, like Bonnie, check out.